Ja, liebe Zuschauer, wenn wir die Chance haben, mit Simon Ammann zu sprechen, dann muss man sie wahrnehmen. Nochmal zur Erinnerung: vierfacher Olympiasieger, Schweizer Jahrhundertsportler, seit 1997 im Weltcup. Das sind 20 Jahre. Der Mann ist eine Institution und ich habe das komische Gefühl, je näher man den Olympischen Spielen kommt, je mehr kommt der Simon in Form. Täuscht der Eindruck? Ja, die Prognose nimmt man natürlich gerne mit einem gewissen Optimismus, aber es lief mir schon vor Sochi sehr gut. Und ja, jetzt bin ich noch gar nicht so weit, wo ich irgendwo im Favoritenkreis bin. Aber es gab schon Ansätze jetzt zu Beginn der Saison, wo man was Gutes sehen konnte. Das würde ich zumindest unterstreichen. Simi, du hast ja nun vor diesem Winter ein bisschen anders gearbeitet als im letzten Winter, na, oder vor dem letzten Winter. Da bist du später eingestiegen. Das ist jetzt anders. Vom Gefühl her zahlt sich das schon aus. Ja, es war schwierig, in die Saison einzusteigen. Wiesla war, ich würde sagen, es gab wirklich blaue Augen. Einige sind mit einem blauen Auge davongekommen. Ich fand es wirklich an der untersten Grenze, um überhaupt zu springen und konnte eigentlich. Von den Bedingungen. Ja, genau. Und daher fiel es mir extrem schwer, auch die Trainingsleistung rüberzubringen. Und dann hat man schnell gesehen, in Kusamo kamen aber schnell die guten Ansätze. Also da gab es Flüge, die waren bei der Weite dabei. Jetzt in Nischnitagil, Dritter in der Quali, dann schöner zweiter Flug am Sonntag. Also man sieht schon, dass sich das wieder ein. Das kommt schon wieder, aber es war jetzt nicht ganz so einfach von der guten Trainingspause, die ich auch finde, die war gut, jetzt gut in die Wettkämpfe zu finden. Simi, unsere Zuschauer, auch wir Journalisten, haben eigentlich kaum Ahnung vom Skispringen. Und wir versuchen, uns in Gefühlslagen reinzuversetzen von Springern. Wenn du jetzt auf einer Schanze einen weiten Sprung hast, wir wissen alle miteinander, das Defizit liegt ja noch in der Landung. Was für ein Gefühl ist das? Angst ist das nicht, aber was ist das für ein Gefühl, den Telemark dann setzen zu müssen? Ja, der Sprung grundsätzlich braucht sowieso viel Konzentration und meistens geht es eben etwas unter und der Sprung muss eigentlich von oben her in einem gewissen Fluss passieren. Man sieht oft, dass die übers Eck kommen und noch kleine Wackler haben, dass man sich dann schwer tut im Ende. Also was anfangs vom Flug schwer ist, ist am Ende des Fluges auch schwer und das fällt mir noch schwieriger. Bei guten Flügen vereinfacht sich das nachher sehr und daher bin ich voll dran, ich muss die Konzentration und alle meine Routine nutzen, um eben dieses Level auch wirklich zu zeigen. Im Training ist mir das öfters auch gut gelungen. Von dem her zeigt sich das, aber wie gesagt, der Start in den Winter war auch schon einfacher. Simi, es wird einem eigentlich Angst und Bange, wenn man auch das Schweizer Skispringen verfolgt, was passiert, wenn Simon Ammann mal aufhört. Diese Signalwirkung nach deinen beiden ersten Olympiasiegen hätte man doch annehmen sollen und müssen. Da sind Stich oder zig kleine Kinder, die Skispringer werden wollen. Aber was war im Klartext? Wenn ich richtig informiert bin, sind Schanzen eigentlich geschlossen worden, kleinere Schanzen, die einfach nicht mehr gebraucht wurden. Da gab es irgendwo einen Knacks in der Entwicklung in der Schweiz und der ist einfach noch nicht aufgeholt. Es ist sicher nicht die Zeit, jetzt so auf große, diese Dimension einzugehen, gerade von meiner Seite her. Was man sagen kann, ist sicher, dass das Skispringen sehr, sehr viel Potenzial hat. Man sieht, dass es ein wunderbarer Sport ist. Er ist sehr prominent. Die Tournee, die WM, die Olympischen Spiele, die Skifliegen, einfach das Spektakuläre ist da. In der Schweiz konnten wir das noch nicht so durchbringen. Da bin ich einverstanden mit dir. Es gibt viel Konkurrenz und das ist das, was ich im Moment dazu sagen kann. Aber den Re über für alles kann ich mich jetzt nicht kümmern. Nein, nein, das um Gottes Himmels Willen. Dein Hauptjob ist eben dann bei den Olympischen Spielen so gut wie möglich abzuschneiden. Der Weltcup ist erstmal sekundär. Das muss das Ziel von Simon Ammann sein. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt in den Medaillenbereich rein spekuliert. Aber sag mal, Top Ten. Ja, bei mir sieht das so aus.
die Qualifikation oder die Normen für die Olympischen Spiele habe ich in der Schweiz erfüllt. Darauf kann sind die strenger als in Deutschland? Es ist zweimal Top 20. Ich glaube, wenn man die Situation in Deutschland anschaut, mit der, da können 6 gute sein unter den ersten 15. Wie es im Moment ausschaut, tut man sich dann schwer, an Olympia zu reisen. Also da herrscht eine ganz andere Situation bei uns oder bei mir jetzt. Es gilt aber noch nicht so sehr auf Olympia zu schauen, sondern zuerst muss der Schritt in diesen Kreis der Favoriten gelingen. Das ist absolute zähe Handarbeit für mich. Und eben dieses Konzentrationslevel und auch die Ausführung dazu, das ist das, was bei mir im Vordergrund steht und nicht unbedingt die Resultate. Ich glaube, dass ich mich viel einfacher tue, wenn ich bei meinen Ausführungen, bei den technischen Details bleiben kann und dort auch meine Stärke einsetzen. Wenn ich einen Lauf bekomme, weiß ich, werde das nutzen können. Aber darum jetzt diese Phase ist nicht zu unterschätzen. Bis und mit Tournee, da will man schon gute Flüge auch von sich selber sehen. Und das würde etwa so plus minus das bedeuten für mich, dass ich eben aufschließen kann. Und ja, das Simon, ich wage mal eine Prognose. Ein Traum in deiner Karriere bleibt unerfüllt. Ja, da ich tue mich aber nicht schwer damit, wenn du jetzt auch die Tournee schon wieder ansprichst. Ja, natürlich. Ich sage es aber gerne auch immer wieder. Ich war oft dabei, gerade auch vor 4 Jahren, wieder eine schöne Geschichte an der Tournee mitgeschrieben, dann auch das Jahr danach halt eine weniger schöne. Aber sie prägt einem. Und was man halt auch schätzt, ist wirklich das wahnsinnige Flair, die Atmosphäre, genau, die Atmosphäre an der Tournee. Und ich habe ja auch überhaupt keinen Druck mehr. Ich meine, mit 36 erwartet man dann auch nicht mehr, dass man jetzt das noch macht oder so in der Blüte seines Lebens. Wie auch immer, ich werde. Ich traue dir da nicht über den Weg. Ich traue dir da nicht über den Weg. Denn wenn ein Simon Ammann mit seinen 36 Jahren immer noch brennt wie eine Fackel, da ist schon der Wille dahinter. Da will er schon noch was. Ja, sonst würde er es nicht machen. Es ist halt ein Unterschied, ob man mit 28 wirklich sehr nach dem Resultat strebt oder ob man einfach immer noch die Möglichkeit hat, in einer guten Verfassung teilzunehmen. Ich glaube, da ist dann der Ausdruck Freude doch ein wenig ein anderer. Ja. Und darauf setze ich eben dieses Jahr auch, dass diese Freude auch an der Sache, diese Spaßsache bei mir auch selber, ich muss mir das auch immer wieder selber sagen, da hast du schon recht, dass der Wille schnell da ist, aber das ist auch einfacher. Freude, die muss man sich wirklich erarbeiten, muss sich auch den Moment nehmen, nach dem Sprung zu sagen, ja, da gab es jetzt viele schöne Gute, viel mehr als die mir nicht so gefallen haben. Und ist halt auch ein ziemlich wichtiger mentaler Aspekt. Simi, und wenn deine Frau nicht sagt, Simon, du hörst jetzt auf, solange die Absprache in der Familie passt, mach weiter und gib dein Bestes. Manchmal ist das nicht gut genug, aber es könnte wieder kommen. Okay? Gut, also sind wir positiv und gehen wir es weiter an. Ich danke dir. Ciao. Danke, Dirk.